So Leute, das Auto ist voll mit Technik. Dahinter ist ein Kastrationsmobil. Hier seht ihr ein Auto, hier seht ihr das ganze Team. Da hinten der kleine weiße Anhänger, da ist die Stromversorgung drin. Da ist die mobile Schmiede und da hinten ist auch noch ein Einsatzfahrzeug. Und so geht es jetzt los. So werden heute Pferde versorgt und ein Lager wird aufgeschlagen. Da werden die ganzen Hunde kastriert in den Dörfern, dort wo niemand ist. Hier beginnt ein neuer Film. Wir filmen das mal einmal den Konvoi. Wir sind jetzt hier irgendwo in den Dörfern rund um Jasch, hinter Jasch. Das ist eine ganz weite Region. Das Landleben beginnt und noch haben wir Asphalt unter den Rädern. Das ändert sich aber gleich. Was dann natürlich auch auffällt, dass immer mehr Pferdefuhrwerke ein- und entgegenkommen. Falsch angebunden. Ach mein Gott, es ist leider immer noch sehr schlimm, wie viele Pferdefuhrwerke hier in Rumänien unterwegs sind. Das ist unglaublich. So, wie man sieht, sind es auch irgendwann nur noch solche geschotterten Pisten. Diese Äquivent-Camps draußen vor Ort, die sind unglaublich gut und auch wirklich sinnvoll. Aber was heißt das eigentlich draußen vor Ort? Das heißt doch nichts anderes, als dass wir die Energie und die Zeit aufwenden, und zu dem Problem selbst hinfahren. Wir fahren zum Elend. Das Elend muss nicht zu uns kommen. Das ist doch das, was es bedeutet. Ja, und das bringt doch auch am meisten, ist doch logisch. Wenn jemand nicht lesen, nicht schreiben kann, kein fließendes Wasser auf seinem Grundstück hat, vielleicht Strom, wenn er glücklich ist, aber das ist doch alles, der geht ja nicht 200 Kilometer weiter in eine Tierklinik. Wie soll er das machen? Hinreiten, der bringt auch nicht seinen Hund zur Kastration. Der nimmt den auch nicht auf den Arm und läuft 10 Kilometer zur nächsten Kastrationsstelle, geschweige denn 100 Kilometer. Wir müssen also in die Dörfer rein. Sowas wird mit dem Veterinäramt abgesprochen. Die Ortschaften sind bekannt, das wird ausgeschrieben, die Leute wissen Bescheid. Unsere Tierärzte organisieren das einigermaßen. Das ist nicht mehr wie früher, wo wir 200 Menschen da stehen hatten und 200 Pferde und ein Chaos herrschte, sondern Step by Step, ein nach dem anderen. Das ist sehr organisiert und das ist auch wichtig, auch für uns. Wir müssen das ja auch nervlich durchstehen. Das sind ja manchmal Tage, die sind unglaublich belastend. Es kommt ein Fall nach dem anderen. Jeder möchte was wissen. Der eine Arzt muss Röntgen, der nächste macht gerade eine Endoskopie. Wiederum der andere macht eine Lahmheitsuntersuchung. Dann gehen 20 Leute dazwischen und fragen nach dem Halfter und nach einer Fliegendecke. Das darf so heute alles nicht mehr sein. Es ist alles sehr, sehr organisiert und das ist auch gut so. Da geht's los. Erste Pferd ist da. Tiffany hat eine schöne Fliegendecke rausgesucht. Auch das ist wichtig. Wenn ich ehrlich bin, das Pferd kennen wir natürlich und wird jetzt ordentlich beschlagen. Das hatte einige Probleme. Ja, gut, dass wir hier sind. Die mangelhafte Versorgung, die mangelhafte Bearbeitung der Hufe ist heute immer noch eines der größten Probleme in Rumänien. Es gibt keine gelernten, ausgebildeten, qualifizierten Hufbearbeiter in Rumänien. Wie schnell man was falsch machen kann an den Hufen, wie schnell die Pferde lahm sind, massive Schmerzen haben oder sogar daran sterben können. Das sieht man ja auch immer wieder seit Jahren in unseren Videos und Filmberichten. Also die Hufbearbeitung ist nach wie vor eines der größten Probleme in Rumänien. Nordostrumänien, drei Bundesländer, Jasch, Suceava, Botoșani, ist immer noch die ärmste Region der EU. Wir sind dort im Einsatz jeden Tag. 5 mobile Tierarztpraxen, eine richtige Tierklinik, ein richtiges Management für die Pferde, Tierschützer und Hufschmiede sind im Einsatz und reißen sehr, sehr viel für die Pferde. Und diese Pferde sind die einzige Ernährungsquelle für die Menschen. So bitter wie es ist für Menschen, die oftmals nicht mal lesen und schreiben können. Und das schon in der 5. oder 6. Generation. Das ist eine Schande für Europa, dass da noch von politischer Seite her kein großer Willen zur Veränderung war und dass kleine Organisationen, so wie wir das sind, das Ganze versuchen. Das ist schon traurig. Ja. Der André, unser Tierarzt hier,
ist natürlich auch mal ganz wissbegierig und guckt jetzt genau zu bei Tiffany. Dieses sogenannte Zumachen, die Hufschmiede und Huftechniker wissen jetzt, was ich meine. Dieses sogenannte Zumachen, das Schließen der Nägel, dieses Einnieten, das kennt man hier gar nicht. Die werden einfach nur stumpf abgekniffen und abgeschliffen. Oder man zieht sie krumm und hat dann hinterher so einen Haken auf dem Huf hängen. Unmöglich. Also nicht fachgerecht, nicht sachgerecht. Und das ist wichtig, diese Bildung hier. Ne? Der Tierarzt wiederum ist den ganzen Tag unterwegs in der Region und jahrelang machen wir das schon und es wird immer besser. Ja, die Tiffany, die hat ja gerade fachgerecht die Nägel abgekniffen, ganz viel erklärt. Und wir zeigen das auch mal hier, Leute. So sieht das aus, wenn Tiffany Hild Nägel einnietet. Kann man gar nicht sehen, wird gar nicht scharf, zu nah. Na, so. Man sieht nicht, man fühlt nichts. Und ein Arbeitspferd in Rumänien ist mit 4 Nägeln beschlagen. Das ist eine Sensation hier. Noch freundlicher geht's nicht. So, die Tiffany macht dann auch jetzt direkt hier mal eine Gebiss- und eine Trensenkunde. Das ist auch ganz wichtig, weil hier viele Pferde wirklich einfach falsch aufgezäumt sind, unpassende Sachen haben. Man tut den Pferden weh und den Leuten fehlt einfach die Sachkunde. Ne? Und ich freue mich besonders hier unser Dr. Ursache, der Petre, der ist auch hier. Und wenn ich überlege, jetzt wirklich über 15 Jahre sind wir schon allein mit Equivent beschäftigt. Und wir erreichen verdammt viel hier. Das ist wirklich immer wieder schön, ihn zu treffen. Und er ist immer noch aktiv. Das ist super. Ihr seht, da sind die nächsten Pferde ohne Ende hier für mich, ne? Pferde ohne Ende. So, könnt ihr mal sehen, wie das aussieht hier. Geht also bei uns immer gut zur Sache. So, auch mal aus dieser Perspektive. Also das läuft seit vielen Jahren sehr, sehr geordnet. Wir haben ein System entwickelt. Wir holen uns ein Gespann ran. Die werden hier voruntersucht. Dann werden die Ausrüstungsgegenstände kontrolliert, ersetzt durch richtige Sachen. Dann gibt es eine Aufklärung, was war falsch in der Vergangenheit. Hier werden die dann auch schon mal entwurmt. Dann geht es hinten zu dem letzten Trailer. Da hinten meine alte Hufbeschlageinrichtung. Da bekommen die neue Hufeisen und so weiter. Der Pflegezustand bei diesen Pferden ist relativ gut. Es sind kleine Ponys, ja, aber guck mal hin, die sind nicht abgemagert. Wie sah das früher mal aus? Ja, das hier ist so typisch, das hier ist ein Camp von uns auf dem Felde. So sieht das aus. Diese Fliegendecken, die sind hier Gold wert. Guckt euch mal teilweise die Pferde an. Die sind dann voll mit Stechfliegen, gerade wenn die eine dunkle Farbe haben. Könnt ihr euch vorstellen, was das für dieses Pferd jetzt bedeutet? Was es für dieses Pferd bedeutet? So eine Zebradecke hier, gerade für so eine schwarze Stute. Das ist irre, das ist irre. Jetzt kommt der große Moment. Er macht das immer ganz lieb. Das ist so wichtig, Leute. Bis in Deutschland wird diskutiert, ob 5 oder 6 Mal im Jahr ein Wurm. Und hier wird diskutiert, alle 8 Jahre einmal ein Wurm oder alle 16 Jahre oder teilweise nie. Die Pferde sehen gut aus in dieser Region mittlerweile, weil wir hier sind. Erinnert euch früher an die Skelette, total abgemagert. Dann fingen wir an, die zu entwurmen. Und ich habe noch nie im Leben das in Deutschland gehabt, dass wirklich ein halber Eimer Würmer hinten rausfiel einen Tag später. Hier sieht man das regelmäßig. Pferde sind permanente Wurmträger. Das ist auch so ein Thema, da kann man mit mir nicht diskutieren, weil ich die Resultate oft sehe, wie die hier grausam versterben an Koliken. Würmer fressen sich durch den Darm durch in die Pferde rein. Alles das findet in der Realität statt. Und hier werden jetzt nicht nur Pferde behandelt oder auch Kühe, sondern auch Hunde und Katzen kastriert. Hier läuft richtig was. Das Kernproblem ist, was viele nicht verstehen, hier im ländlichen Bereich. Es ist hier kein Tierarzt und schon gar nicht einer, der kastriert, der die Lust dazu hat, die Ausstattung
und der das auch noch kostenlos macht. In der Stadt gibt es Praxen, da kommen die Leute aber nicht hin. Die laufen nicht zu Fuß 30 Kilometer mit dem Hund. Macht in Deutschland auch keiner, seid mir ehrlich. Und natürlich haben wir auch immer reichlich Aufwachmöglichkeiten dabei für die kastrierten Hunde. Auch das ist ganz wichtig. Das wird gebraucht. In der Regel reichen 3 bis 4 Boxen. Ja, meine Lieben, wir sind ja jetzt hier heute zu Gange und kastrieren. Jetzt ist gerade mal 5 Minuten Pause, ist tierisch heiß. Ich nutze die Zeit und frage unseren Sozialarbeiter, was er hier macht, weil es werden hier Pferde beschlagen, es werden Hunde kastriert. Warum ist das wichtig? Das verstehe ich nicht. Alex, how it's important to be here? Why? Markus, it's easy. If we are not here, nobody will come here. Really? Nobody? No, nobody. In this strange world, in these fields, nobody came here to make what we do. Der Sinn und Zweck dieser mobilen Einsätze ist natürlich in erster Linie der Tierschutz. Vor Ort die Menschen kennenlernen, eine Hand reichen, sich um die Katzen, sich um die Hunde, um die Pferde, Kühe und so weiter, sich darum kümmern. Aber das andere ist, dass wir uns selbst auch immer wieder weiter schulen, fit bleiben und das Ganze auch irgendwo als Übung betrachten. Warum? Wir haben das damals gesehen, als der Konflikt ausbrach, Russland-Ukraine, wenige Stunden nach der Kriegserklärung oder nach dem Angriff, waren wir mit einem kompletten Team an der Grenze aufgebaut und haben damals über 1200 Kleintiere, sprich Hunde und Katzen aus der Ukraine, untersucht, behandelt, Impfpässe verpasst, geimpft und so weiter. Ihr könnt euch noch an die Aufnahme erinnern. Wir sind also schlagkräftig, wir sind vorbereitet zu Krisenreaktionen. Und das ist schon, finde ich, eine bedeutsame Sache geworden. Das hätte ich natürlich auch vor 15 oder 20 Jahren niemals gedacht, dass wir so eine kleine Einsatzgruppe werden und dass wir auch das Zeug dazu haben, das durchzuziehen und vor allen Dingen auch nicht nur das Equipment, sondern auch das Team dazu haben, was hinter meiner Person steht und was wirklich jeden Weg mitgeht. Da bin ich sehr stolz drauf. Ja, da bin ich stolz drauf. So, viele Stunden später, es geht weiter. Vor mir der André Florin, im Rick Schmögel. Seht ihr da die Tiffany? Ich fahre mal ein bisschen rüber. Dahinter der Alexandro. Wir sind noch nicht fertig. Der Tag ist noch lange nicht vorbei für uns. So, ich habe euch ja gesagt, wir haben lange Arbeitstage. Und ihr seht, hier geht es jetzt weiter. Es geht um ein Pferd und wir arbeiten auch noch bis spät in den Abend hinein. Es sind eigentlich immer, sag ich mal, 11, 12 aktive Stunden, die wir, sag ich mal, hier auf dem Feld arbeiten. Wenn man die Fahrzeiten dazu rechnet, das heißt morgens losfahren, abends wieder kommen, sind wir eigentlich immer bei 14, 15 Stunden pro Tag. Problem ist, er hat einen Kreuzverschlag und der André Florin, der hat ihn gestern schon behandelt, war viel besser. Jetzt guckt der Alex auch nochmal, ist ein Hengst und das passiert schon mal, auch in Deutschland leider sehr häufig. Viel zu häufig und das müsste gar nicht sein. Da könnte man sehen, wie das Urin aussah heute Morgen. Ja, da wisst ihr, was los ist. Ja, warum wir hier helfen, warum wir diesem Mann gerne helfen, das kann ich euch sagen, weil das ein ganz lieber Kerl ist, der alles Mögliche tut. Vor allen Dingen kümmert er sich gut um sein Pferd. Das hat eine Box hier, das hat Frischluft, der hat sich schon einiges geändert. Es ist tagsüber draußen, im Moment darf es jetzt nicht groß was laufen. Aber ich will euch mal was zeigen. Wenn wir hier von Auflagen sprechen, guckt euch das an. Was für eine Qualität der produziert hat, jetzt schon in diesem Jahr. Und das riecht, das duftet hier das Heu. Das ist unglaublich. Und natürlich, genau diesem Menschen müssen wir helfen. Ne? Der hat den ganzen Schuppen voll, der hat genug zu essen für sein Pferd. Und deshalb sind wir hier. Das ist Veränderung. Gerade beim Kreuzverschlag, renal, endokrine System, die Nieren, das läuft auf Hochtouren, die können das alles gar nicht abbauen so schnell, sind völlig überfordert, das ist sehr schmerzhaft, die Muskulatur verkrampft, die können sich kaum bewegen, die haben Fieber. Kreuzverschlag ist eine wirklich schlimme Sache. And Alex, the horse will be okay? Yeah, he will recover, he's on the, with the treatment, it's on the right path, so it will be fine. Hallo meine Lieben, wie ihr seht, mittlerweile regnet es, sind dicke Tropfen auf der Scheibe, Gott sei Dank, die Temperatur ist jetzt runtergegangen. Wir hatten es dann
vorhin bis auf über 30 Grad und unglaublich schwül. Wir fahren jetzt ins Hotel, wir werden duschen, uns umziehen und dann geht es gleich weiter auf das Gelände der Universität in Jasch, eine veterinärmedizinische Fakultät. Wir werden dort Pferde beschlagen, spezielle Situationen erörtern. Meine Studenten und Studentinnen, die warten schon auf mich und das wird eine ganz spannende Herausforderung, wo ich auch immer unheimlich viel Spaß habe, weil hier viel Wissens neugierige Menschen warten, das ist ganz toll. Ich würde sagen, wir machen aber Schluss jetzt hier mit diesem Beitrag und wie es dann weitergeht, machen wir mal Teil 2 von, sonst wird das zu viel. Ihr Lieben, ganz liebe Grüße nach Deutschland. Das war Markus Rabe in Rumänien.